Okay, Leute, es geht weiter. Und was gab's denn hier? Kann man das einscannen? Keinen Stein kann man einscannen, ist klar. Diese Rassisten. Und Rempo, lass mich in Ruhe. Und ja, das ist auch der letzte Part für heute. Der letzte Part. Und dann sehe ich mal eure Reaktion, wie das euch gefällt. Und was ist das denn? Ach, gerade ist ein Monster aufgetaucht. Ach nee, es ist ein Kobold. Aber diese Kobolde sieht ziemlich hart aus, dafür muss es einen Grund geben. Hey Roxas, gerne mal den Kurz des Kobolds. Geh bei Kurz gerne eines Monster dahinter und. Also man muss die Monster von hinten angreifen. So ein Fettsack. Yeah! Oh du Scheiße, komm her. Komm her. Was für ein Geräusch das macht, dieses fette Teil. Okay, eingescannt und. Gute Arbeit, es ist viel. Er hat viele Steincodes, okay? Durch diese Code werden seine GP erhöht. Wenn du seine GP verringern willst, entfernt einfach. Okay, andere Monster wurden bestimmt auch kurz zugewiesen. Versuche also allen ein. Okay, alle Monster kurz scannen. Ich sage dir, was du wissen musst. Okay, das haben wir jetzt auch und. Okay, jetzt kann ich kämpfen. Und der Kobold sieht aber geil aus. Das muss ich jetzt zugeben. Und greif mich nicht an hier, du Fettsack. Ich hasse dich. Du bist weg. Ach, noch einer. Okay, dein Bruder bestimmt. Okay, dich töte ich auch. Aber die Maus nervt etwas. Maus weg. Dankeschön. Ey, sag jetzt nicht, noch einer ist gekommen. Wo ist der? Ich habe irgendwas gehört. Ach so, da bist du. Komm her. Komm her, du Fettsack. Aber diese Geräusche, die diese Monster machen, die ist geil. Was? Ach man, wieso habe ich das nochmal eingescannt hier? Ey, sag jetzt nicht noch ein Monster. Wo ist das denn? Komm her. Kriege ich eigentlich auch ein Level Up in diesem Spiel? Ach fick, ich habe langsam keinen Bock mehr. Karte. Oder soll ich das Monster wirklich töten? Komm her, das letzte. Bestimmt die Mama oder der Papa. Komm her, du Fetzer. Komm her. Komm jetzt noch ein. Ach, verpisst euch, ihr scheiß Monster hier. Verpisst dich. Weg. Grana-Ebene geschafft. Und? Wir sind in einer Stadt, die heißt. Rohan. Den Namen habe ich irgendwo mal gehört. Kalilala Rohanstadt. Und weiter konnte ich nicht weiterlesen. Kurzscannen sind bei Metallisieren, Blumen und sogar bei Menschen möglich. Wirklich? Probier's mal an den Soldaten hier. Okay, probier ich gleich sofort aus. Und er hat's nichts gemerkt, okay. Was war das? Menschen merken es nicht, wenn ihr. Aber das sieht man doch, wenn ein Buch gerade vor sein Gesicht zugemacht wird. Vor seinen Kopf gemacht wird. Probier's einmal. Okay. Schau mal, unten rechts auf der Seite ist ein. Wenn du siehst du diese Zahlen, man nennt die. Codepunkte. Codepunkte geben den Wert des Buchers an. Durch ihre Erhöhung steigt seine Stufe. Wie kann man sie erhöhen? Scanne zuerst den Code von etwas Neuen. Dabei wird eine neue Seite erstellt, auf der nur auch du mehr Code erhältst. Du kannst auch auf der bereits vorhandenen Seite weitere Informationen hinzufügen. Monster bekämpfen, Freundschaftsknüpfen, all dies. Ach so. Wenn diese Stufe des Buches, ja, kannst du. Ich zeig dir Visionen der nahen Zukunft. Sie also aufmerksam zu. Siehst du das Fragezeichen da oben links? Achso. Ja, okay, das habe ich auch schon bemerkt. Sie ist ziemlich nützlich. Vergiss sie also nicht. Also, gibt es mehrere Enden oder wie? Oder soll ich das anders verstehen? Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Aber können wir mit denen reden? Dieser Bereich ist. Okay, dieser Bereich ist gesperrt und. Okay, dann muss ich ja wohl nach oben. Und können wir das nehmen? Oh, wir können das wirklich nehmen. Ja, ich hab's schon verstanden, aber speichern erst wir mal. Hier kannst du unser Abenteuer speichern. Speichern. Jetzt müssen wir auch mal langsam machen. Daten wurden gespeichert, super. Aber wo kann ich mein Schwert machen? Waffe. Schwert.
Verstärken kann ja was nutzen. Gerechtigkeitsschwert, okay. Ich probier mal was aus. Okay. Kann man das jetzt machen? Oder das hier? Komplexschwert. Ah, da unten stehen auch die Werte. Tut mir leid, wenn es für euch langweilig ist, aber ich muss mal das wirklich ausprobieren. Okay. Ist es jetzt stärker? Ja, ich lasse das so. So sieht das irgendwie stärker aus. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Und Rempel, kannst weggehen. Ja, tschüss, Kumpel. Das Spiel mag ich jetzt richtig. Wo war ein Stadteingang? Wo geht's denn da lang? Denn? Hallo du da, ich heiße Menia, okay? Wir haben keine Zeit, um mit Kleinkindern zu spielen. Was? Wer ist da? Flix, hat sie mich gesehen? Anscheinend können mich spirituelle Menschen sehen. So ein Ärger. Aha, okay. Sie kann Rempo sehen, wie? Er ist verschwunden, seltsam. Oje, wie spät es schon ist. Ich muss nach Hause. Wiedersehen. Kleinkinder haben echt keine Angst vor mir. Irgendwie ist es mit diesen Mädchen. Ich schaue mich mal ein bisschen um diese Stadt hier rum. Ich habe echt, das macht echt Spaß, das zu Let's Playen, weil es neu ist und ich das gar nicht kenne. Was gibt's denn hier Schönes? Kann man das alles einscannen? Warum liegt ein Stuhl auf dem Boden? Okay. Hellseergasse. Die scanne ich mal ein. Mysteriöses Mädchen Minja. Hallo du da. Reden? Ich will mit dem Jungen da spielen. Ich sage dir... Ja, okay. Ach so, okay. Ich nehme das mal alles von ihr. Was ist das denn? Kann ich das nicht nehmen? Ach, ich lasse das mal bei ihr. Oder zu meiner Waffe kann ich das bestimmt machen, oder? Waffen, Schwert. Okay, nehmen wir das mal weg. Okay, Stärke ist weg. Ist ein bisschen runtergegangen. Nehmen wir das jetzt mal rein. Also nichts. Machen wir lieber das hier. Und Karte und Rempo bitte weg. Dankeschön. Und was gibt's denn hier Schönes für uns? Eine Kugel, okay. Ich kann da nichts machen mit der Kugel. Schade. Nanias Haus? Ich will irgendwas einscannen hier. Mann. So ein geiles Spiel, aber richtig. Das macht echt süchtig, ich will das öfter spielen. Ich glaube, das werde ich auch. Ja. Aber 2 Bots pro Woche gehen ja. Was steht denn da? Spawnplatz zu Niederrohren. Okay, kann man nicht. Und. Rempo ist voll klein. Was ist los? Ah, das ist dein Haus, richtig? Möchtest du hineingehen? Also, wir haben ein Haus. Super. Nettes Zimmer. Wenn du müde bist, können wir rasten. Ja, okay. Ich kann also schlafen. Und. Ja, okay, ein wertvoller Roman und. Okay, schlafen. Die Schlafmusik ist auch geil. Ich mag alles an diesem Spiel. Ja. Ach, dieses Spiel ist geil. Einfach nur geil. Und ich habe. Ach, meine Zeit geht auch langsam weg. Voll die Scheiße. Ausbildungshalle. Das sieht irgendwie interessant aus. Die scannen wir ein. Die sieht verdächtig aus. Okay, gucken wir mal an. Rempo, du musst endlich einmal kommen. Inhalt. Blumen.
Attribute? Was meint die mit Attributen? Ach, egal. Mache ich mal nächstes Mal weiter. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre. Ich habe noch ein paar Sekunden. Ich genieße das jetzt aber richtig. Ich geh mal da rein. Okay, gibt's nichts. Also, wir können da hoch. Wir können einfach in den fremden Häusern reingehen, das ist voll geil. Ich kann nichts einscannen, schade. Okay, geh mal raus und geh mal in die Ausbildungshalle rein. Vielleicht gibt's da was für uns, was uns von Nutzen sein kann. Aber erst im nächsten Part. Und das war's. Und tschüss.